Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, heute ist der Gedenktag von der Theresia von Kinder Jesu. Die Statue ist auch hier in Kokosd, am Ausgang neben. Immer hat sie Blumen in der Hand. Denn sie hat gesagt, sie wird Blumen uns geben und von Himmel herab die Blumen weitergehen. Brüder und Schwestern, damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter Weise feiern können, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Wir sprechen das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlass uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Großer Gott, du rufst Menschen in deine Nähe, die nichts von sich selbst erwarten, sondern alles von dir erhoffen. Führe uns den Weg der Demut und der Gotteskindschaft, den du der heiligen Theresia gezeigt hast. Vollende auf ihre Fürsprache auch unser Leben in deiner Herrlichkeit und lass uns dein Antlitz schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herr und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt alle, die ihr sie liebt, seid fröhlich mit ihr alle, die ihr über sie traurig wart. Saugt euch satt in ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum. Denn so spricht der Herr: Steh her, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Ihre Kinder wird man auf den Armen tragen und auf dem Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen
wie frisches Gras. So offenbart sich die Hand des Herrn an seinen Knechten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herr. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Evangelium unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, nur ganz kurz etwas in deutscher Sprache von der heiligen Therese von Lisieux. Sie ist am 2. Januar 1873 geboren. Wenn man sagt, das war nicht einmal so weit und so lang, denn wenn ich daran denke, dass meine Oma 1883 geboren ist, dann war sie nur 10 Jahre älter als meine Großmutter. Und wenn wir sagen, dass sie eine Klosterfrau war. In Karmel ist sie aufgewachsen und sie wollte schon mit 14 Jahren in Karmel eintreten, aber damals hat dazu der Bischof keine Einigung gegeben. Nur mit 15 Jahren ist sie dann aufgenommen in Karmel. Sie lebte dort nur 9 Jahre, denn sie war 24, als sie schon gestorben ist. Es war nicht leicht für sie. Man denkt, wenn jemand in ein Kloster geht, dann ist alles einfach, dann ist alles leicht. In ein Kloster mit verschiedenen Schwestern, mit verschiedenen Persönlichkeiten, ist es nicht leicht, ist es auch schwer. Darum sagte sie: Ich habe kämpfen müssen. Ich hatte keine gefügige Natur. Ich gab keinen Tag, an dem ich nicht verwundet worden würde. Kein Tag. Nimmt auf mein Kreuz. Das war auch für sie. Und
Sie fürchte sich immer, dass sie in ihrem eigenen Versagen immer weniger wird und nicht mehr vor Gott. Und darum hat sie immer gebetet, dass sie auch dann eine tüchtige Schwester sein darf in ihrer Krankheit. Auf ihrem Grabkreuz steht: Ich werde meinen Aufenthalt im Himmel damit verbringen, Gutes auf Erden zu wirken. Wie schön ist es, Gutes wirken. Und das wollen auch wir immer in unserem Leben. Und wie ich sagte, sie lebte nur 9 Jahre in Karmel. Sie starb schon 1897. Bei ihrer feierlichen Aufnahme in den Orden und nach dem Grund ihres Eintritts gefragt, erklärte sie: Ich bin gekommen, Seelen zu retten. Und das ist schwer und groß, Seelen zu retten. Und wenn wir auch sagen, wir beten auch für unsere Familie, für unseren Bekannten, von den Dorfleuten, dass sie auch die Seelen in Gottes Hand geben können, die Seelen retten. Und weil sie immer Seelen retten wollte, darum ist sie gleich nach ihrem Tod dann schon Schutzpatronin von den Missionen. Sie war nie in Mission, nie im Ausland. Aber so viel hat sie gebetet für die Mission, dass auch andere dann Jesus Christus kennen können. Darum ist sie Patronin von der Mission. Sie sagte, bevor sie gestorben ist: Ich werde Rosen von Himmel regen lassen. Und darum ist das Kreuz und die Rosen in ihre linke Hand, wie wir an der Statue sehen. Sie ging immer den kleinen Weg, nicht die großen, die kleinen. Und weil sie die kleinen, darum sagte sie, sie will die Liebe im Herz der Kirche sein. Nicht verschiedenen große Tugenden, sondern nur die Liebe, aber im Herz der Kirche. Und wenn wir als Familie zuschauen, dann ist auch, das kann man sagen, was Großes die Familie macht, die Kinder, die Urkinder. Was sie machen, Enkelkinder. Und dann, wenn man sagen kann, ich bin das Herz in der Familie. Ich bin, dass die Familie zusammen leben kann in Frieden. Dann sehen wir, wie es ist, die Liebe sein im Herz. Und das wollen wir auch von ihr bitten. Kedves testvérek, csak néhány szót említettem kis Szent Terézről, ugye, akinek a szobra itt van a kijáratnál, ott a kezében a kereszt, hiszen sokat szenvedett. Ő mondta, az majd rózsa esőt hullatok az égből, a rózsa szeretetnek az igazi
jelképe is, és amikor ő tulajdonképpen azt mondta, hogy ő az egyház szívében a szeretet akar lenni, akkor nekünk is jó megértenünk azt, hogy hát egy családban is. Mennyi mindent elmondhatnánk, hogy mi milyen nagy dolgokat teszünk, mi mennyi pénzt keresünk, mi milyen házat építettünk, milyen autó, milyen sok minden, és ő még azt mondja, hogy a különböző erények közül is egyikre se talált rá, hogy melyik lenne, és akkor egyszer olvasta a Szentírást, és azt mondta, hogy hát igen, nekem az egyház szívében a szeretetnek kell lenni. És a szeretet, ami összeköti akkor az embereket. Hát mi is erre kérjük kis Szent Terész példáját is, hogy a szeretet legyen. És azért, mert ő a szeretet volt, soha nem volt külföldön. Bár fiatal korában arra gondolt, hogy elmegy a misszióba. Nem ment, de imádkozott a missziókért, ezért a missziók védőszentjévé emelték őt. Mi is sok helyre nem tudunk elmenni, de hogyha az Isten kapcsolatunkkal a szeretet van a központban, az egyházban, a családban, akkor mondhatjuk azt, hogy van természet fölötti érzékünk, és ez az, ami a mai világban annyira hiányzik az emberekből, a természet fölötti iránt, az isteni iránt való érzék, mert mi mindenütt azt nézzük, hogy mi van a Földön. Mi az, amit itt látnunk kell? Pedig jó az, ha fölfelé is tekintünk, és az Úristen adja meg nekünk azt a szeretetet, amire példát adott nekünk a kis Szent Teréz is. Amen. Most pedig fölállunk, és az egyetemes könyörgéseket imádkozzuk el. Jézus Krisztus, terti démüt igen erhőt, volen wir bitten, lehre alle Christen, sich der Führung durch den Willen Gottes zu überlassen, Herr, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Erbarme dich aller Menschen und schenke ihnen dein Heil. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf den unheilbar Kranken, ihr Leid mit deinem Leiden und Sterben zu vereinen. Christus, Herr. Wecke in uns die Sehnsucht, dich von Herzen zu lieben. Christus, Herr. Gütiger Gott, auf die Fürsprache der heiligen Theresie, komme uns zu Hilfe und erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt dürfen wir es. Thank you.
Bittet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Wir preisen dich, Herr, denn du bist groß in deinen Heiligen. Das Leben der heiligen Theresia hat dir wohlgefallen. Nimm mit diesem Gaben auch unseren Dienst an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in dein Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an der Güten der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden. Preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Laszlo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle in deiner Gnade, aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelernt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist... Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, das Sakrament, das wir empfangen haben, wecke uns die Kraft der Liebe, damit wir uns dir ganz anheimgeben und nach dem Beispiel der heiligen Theresia dein Erbarmen für alle Menschen erflehen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.